um Kontaktdaten aus Outlook zu exportieren, sodass man sie dann in Excel weiterverarbeiten kann, sind nur ein paar Klicks notwendig und ein bisschen Hintergrundwissen. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Im Prinzip geht es um zwei Schritte. Der erste Schritt ist, die Daten aus Outlook zu exportieren und zwar in ein Dateiformat, das heißt CSV, Comma Separated Values, und dann in Excel diese Daten einzulesen mit dem Textkonvertierungsassistenten, so dass man sie dann in Excel weiterverarbeiten kann. Der Export aus Outlook funktioniert so: Ihr wählt den Menüpunkt Datei und dann Öffnen und Exportieren, Importieren, Exportieren und in eine Datei exportieren geht dann auf Weiter. Durch Trennzeichen getrennte Werte, das sind also Komma Separated Values und dann Weiter. Wählt den Kontakteordner als zu exportierenden Ordner. Da könntet ihr natürlich auch was anderes nehmen. Und dann geht ihr auf Durchsuchen, legt einen Ort fest, an dem ihr die Datei speichert. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Und mit Weiter kommt ihr dann in den letzten Schritt. Hier geht es darum, mal sich die Zuordnung der Felder anzuschauen, beziehungsweise die Zuordnung der Felder benutzerdefiniert festzulegen. Und dann seht ihr hier auf der linken Seite haben wir von unseren Kontakten die verschiedenen Felder, also zum Beispiel Name, Anrede, Vorname, weitere Vornamen und so weiter. Erinnert ihr euch vielleicht aus dem Video, das ich mal zu den Kontakten gemacht habe? Und in der CSV-Datei, die dann entsteht, werden jetzt auch Spalten angelegt mit Anrede, Vorname, Nachname und so weiter. Das sind hier sehr viele, mir sind es zu viele. Deshalb lösche ich diese Zuordnung. Die könnte man auch wieder herholen über die Standardzuordnung. Also ich lösche die. Und jetzt entscheide ich selbst, welche Felder, also welche Informationen aus den Kontakten ich in Excel dann verwenden will. Und zwar nehme ich mal die Anrede, die ziehe ich einfach hier von links nach rechts rüber und ich nehme den Vornamen und ich nehme den Nachnamen und dann nehme ich noch die E-Mail-Adresse und sagen wir mal in unserem Fall noch das Geburtsdatum. So, dann bestätige ich mit OK und jetzt gehe ich auf Fertigstellen. Damit wird diese Datei jetzt angelegt und dann wechsle ich zu Excel. Und in Excel gehe ich auf Datei öffnen und suche mir dann diese Datei raus. Und erstmal finde ich die in dem Ordner, wo sie sein müsste, nicht. Und das liegt daran, dass hier unten steht alle Excel-Dateien und das ist ja keine Excel-Datei. Also wähle ich hier alle Dateien und jetzt seht ihr, ist hier dieses Kontakte exportieren mit dabei und die mache ich jetzt auf und komme jetzt in den Textkonvertierungsassistenten. Und der fragt mich jetzt, ob die Daten in dieser Datei getrennt sind oder über eine feste Breite unterschieden werden. Und da gehe ich erstmal auf getrennt und weiter und dann nehmen wir das Komma. Und dann seht ihr, in dem Moment, wo ich das Komma auswähle, hier unten werden die Informationen in Spalten eingeteilt. Ich kann dann auf Fertigstellen gehen und habe jetzt hier die Daten in Excel zur Verfügung und kann die in Excel ganz normal weiterverarbeiten. Und wenn ich jetzt mehr damit machen möchte, was über dieses CSV-Format hinausgeht, dann seht ihr, schlägt uns Excel hier vor, dass wir diese Datei im Excel-Format speichern. Ich mache das jetzt mal, dass ich die hier in einer Excel-Arbeitsmappe speichere. Dann gehe ich auf Speichern und jetzt kann ich die Datei ganz normal weiterverarbeiten in Excel. Ich schließe die nochmal und gehe nochmal zurück in Outlook. Und wenn ich jetzt hier neu exportiere, dann seht ihr also einmal, würde jetzt die Datei überschrieben werden, die ich da erzeugt habe. Natürlich nicht die Excel-Datei, sondern nur die CSV-Datei.
Und wenn ich jetzt auf die benutzerdefinierte Felderzuordnung gehe, dann seht ihr, der hat sich das aufgehoben, gespeichert und ich kann jetzt Ergänzungen machen. Das heißt, ich kann mir so die Daten zusammenbauen, überlegen, die ich hier brauche. Wenn ihr die Datei, diese CSV-Datei aus dem Dateisystem mit einem Doppelklick aufmacht, dann geht die auch in Excel auf, aber ihr seht, jetzt sind die Daten nicht in die Spalten eingeteilt. Und ihr könnt es auch nachträglich machen. Ihr markiert hier einfach die erste Spalte, dann geht ihr auf Daten, Text in Spalten. Ihr seht, dann habt ihr wieder das getrennt, geht auf Weiter, wählt auch hier Komma, geht auf Fertigstellen und dann habt ihr denselben Effekt. Und auch jetzt könntet ihr die Datei eben im Excel-Format speichern. Ja, wenn ihr Fragen bei dem Ablauf habt, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Anregungen und Ideen zu dem Thema. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Ciao, euer Arno.